Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die hier wieder eingeschaltet haben. Ich bin wieder back und ich freue mich sehr, hier zu sein, Freunde. Ganz kurzer Disclaimer quasi. Wir hören uns rein bei Breaking Your Heart von Apache. Den Song habe ich leider schon gehört. Ich war auf Tour, für alle, die mir auf Instagram folgen, haben es mitbekommen. Ich war Host der Artist Live Tour. Ich war quasi mit Sony Music und 4 Artists unterwegs. Und er stand auf der Bühne und wir haben am Donnerstagnacht, das war nach unserer Show in Frankfurt, nee, nach unserer Show in Stuttgart, glaube ich. Ich glaube, nach unserer Show in Stuttgart, kamen die neuen Songs raus und wir haben danach im Tourbus die neuen Songs zusammen gehört. Leicht von Lucifer XO, der mit uns auf Tour war, wurde released, das haben wir gehört. Und wir haben auch bei Apache und Luciano und Raf Camora schon reingehört. Das heißt, die Songs kenne ich leider schon. Ich habe aber das Musikvideo noch nicht gehört, noch nicht gesehen, ich habe es auch noch nicht gehört. Den Song habe ich jetzt so 3-4 Mal auf jeden Fall schon gehört. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aber allein fürs Musikvideo ist es worth it, I guess. Von daher, ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich kenne den Song schon, aber das Musikvideo noch nicht. Und freue mich sehr drauf, weil bei Apache sind die Musikvideos immer worth it. Und ich habe mega Bock. Ey, sorry für die Verspätung auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal. Ich freue mich jetzt sehr reinzuhören. Und falls ihr noch irgendwas zu der Tour sehen wollt, checkt mein Instagram gerne aus. Ich habe da extra ein Story-Highlight gemacht. Da sind so 20, 30 Videos drin. Ich habe 3, 4 Feed-Posts gemacht, wo ihr so ein bisschen sehen könnt, was passiert ist. Und ja, war auf jeden Fall eine crazy Zeit. Und jetzt habe ich Bock, hier reinzuschauen. Vor allen Dingen bei Breaking Your Heart. Papa! Oh, sorry. Ich habe vergessen, dass du schläfst. Ganz kurz, man merkt es wirklich in den ersten Sekunden schon, allein vom Sound und so, es ist direkt Kinoqualität. Ich finde so sofort die ersten, der Sound direkt hier, Apache am Steuer, was er gesagt hat, es ist direkt auf Kinoniveau. Wissen, dass du schläfst. Ist krass. Ist schon okay. Aber jetzt, wo ich wach bin, erzähl mir doch bitte mal was Interessantes. Was willst du denn hören? Und außerdem für 90% der Geschichten bist du noch gar nicht alt genug. So nämlich, so nämlich. Ich hab dich zum Beispiel kennengelernt. Oh, das ist eine sehr romantische Geschichte. Das kann ich dir erzählen. Also. Boah, geiler Anfang. So ein geiler Anfang, ehrlich. Es sind immer diese extra 10%, die Apache bei seinen Musikvideos, bei seinen Produktionen mit reinsteckt. Und das merkt man direkt, finde ich. Directed by Nico Kauris. Kauris? Kauris? Shoutouts auf jeden Fall schon mal. Hörst mich vorbeifahren an deinem Haus. Und du wagst es, blickst aus dem Fenster heraus. Was ein Fehler weg. Ey, wirklich dieser Autoscooter, Dom, würde man bei uns in Hamburg sagen. Dom, aber bei euch wahrscheinlich Kirmes eher. Vibe passt perfekt zu dem Lied. Baby, weißt du, was du denn machst? Ja, du willst es, doch ich bin nicht, was du brauchst. Wie dieser kleine Junge so weggerammt wurde, der Arme. Der arme Junge, guck mal, der hat gar nichts gemacht. Der hat gar nichts gemacht. Du konntest schon so oft widerstehen, ja. Der Arme. So was hat dir noch nie imponiert. So nämlich. Doch noch nie sahst du so viele Pferde ziehen. Boah, sieht so gut aus da, holy shit. Und es direkt vor deiner Nase viel zu sexy. Aber bitte, bitte steig nicht ein. Was du nicht weißt, at the end of the road, I'll be breaking your heart. Es ist wirklich dieser geisteskranke Vibe, wirklich dieser Vibe, den ich beim Hören schon hatte, weil jetzt ist es ja wirklich, das ist für mich super weird, dass ich erst den Song kenne und jetzt das Musikvideo danach sehe. Aber es ist wirklich so dieses ja, 80er, 90er Netflix-Film-Vibe, so, checkt ihr, wie ich meine? Das habe ich voll so. Das ist krass, diese ganz kleinen Details, so wisst ihr, hier oben der kleine Apache drauf. Ich weiß, deine Eltern schlafen schon. Aber juckt mich, ich bin nicht ihr Schwiegersohn. Und wie ist der Zufall, wie schaltet die Ampel dann auf Rot? Ist ein Banger. Ich habe beim ersten Mal hören, im Bus habe ich gesagt, oh,
Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, weil der Song war ja in der Apache-Doku schon zu hören und da hat er sich so ein bisschen anders angehört. Aber jetzt so nach mehrmaligem Hören knallt der richtig. Der ist richtig geil vom Vibe. Das ist doch noch direkt vor deinem Balkon. Solltest du jetzt kommen, ist es nicht mehr meine Schuld. Oh, geil, das soll halt 100% so Rocky sein. Schon so oft widerstehen, ja. So was hat dir noch nie imponiert. Doch noch nie sagst du so viele Pferde ziehen, ja. Einfach Katar auch. Und ist direkt vor deiner Nase viel zu sexy. Baby, ich weiß, du willst bei mir sein. Aber bitte, bitte steig mich ein. Ist auch ein super süßes Musikvideo, finde ich. Super süßes Musikvideo. Was ich mich frage beim Dom, Kirmes, Rummel, sagen vielleicht auch einige. Was war immer so euer Main-Ding? Weil ich bin so der Guy, dieses Schießen kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht zielen, schießen, raus. Kann ich gar nicht. Autoscooter auch nicht so mein Vibe, weil es war immer viel zu voll. Du konntest gar nicht richtig fahren. Und alles mit mehr als einer Kurve und einem Looping, kotzig. Also eigentlich, ich gehe dahin und mach gefühlt nichts. Dosenwerfen war mein Ding. Dosenwerfen sehe ich mich immer, bin ich immer schlecht. Diese Basketbälle werfen sehe ich mich auch immer, bin ich aber auch immer schlecht. Und überall, wo man so 1 Euro reinstecken muss und diese Greifarm, da sehe ich mich, da bin ich überall. Das ist so mein Vibe. Oh Baby, ich will nicht allein sein, aber bitte, bitte steig nicht sein. Denn was du nicht weißt, at the end of the road, I'll be breaking your heart. Sehr süßes Musikvideo, ehrlich. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ey, das Lied übrigens, der Beat und so, sind so eine Mischung so ein bisschen aus Blinding Lights und Thriller. Gerade am Ende hier so kommt sehr viel von Michael Jackson Thriller. Checkt ihr? Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Oh, sie hat die gleiche Jacke an, das ist smart. Ich erzähl dir mal, wie es wirklich war. Komplett besoffen, einfach da rumgeturnt. Ey, stark aber. Stark. Das bin ich beim Dosenwerfen. Oh, aber süß eigentlich. Richtig süß das Musikvideo, Mann. Richtig süß, dass sie ihn quasi nicht wegen seiner Macho und oh, ist der krasseste, sondern hey, er ist einfach so ein bisschen tollpatschig, niedlich, lustig so. Viel schöner so eigentlich. Viel schöner. Oh, bitte sag, er hat verloren gegen das Mädchen. Ja, okay. Er hat die kleinen Kinder schon abgezogen beim Armdrücken. Ey, super süßes Musikvideo. Hat sich voll gelohnt, das noch anzuschauen mit euch. Das hat sich so gelohnt, mit euch reinzuschauen. Ey, ich bin richtig froh, dass ich nicht alleine geguckt habe, weil, keine Ahnung, es macht irgendwie viel mehr Spaß, wenn man so ein bisschen drüber labern kann. Und es wäre komisch, wenn ich mir das Musikvideo hier alleine angucken würde, ohne euch. Und dann rede. Was ich ja trotzdem basically eigentlich mache. Ey, Leute, super geiler Song auf jeden Fall. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es bei euch auch so ein Grower war. Ob ihr auch erst so dachtet, ha, habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft, aber je öfter man den gehört hat, vielleicht auch, weil ich den jetzt mit coolen Connections von der Tour so verbinde, dass ich den deswegen auch mehr fühle. Aber lasst mich das gerne mal wissen, ob der bei euch auch noch so ein bisschen gebraucht hat, um richtig zu zünden. Ich freue mich sehr auf alles, was kommt von Apache. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ich freue mich sehr, bei allem mit euch zusammen reinzuhören. Es wird richtig geil, Mann. Neues Album. Und wir werden alles davon natürlich hier auf dem Kanal zusammen uns ansehen und anhören. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, welche Songs ich noch verpasst habe, welche ich noch aufholen muss, die rausgekommen sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, Freunde, bei einem weiteren wunderbaren Video. Ihr müsst einfach nichts machen, außer so fresh und gut aussehen bleiben wie immer. Das kriegt ihr hin, glaube ich. Dann sehen wir uns. Vergesst halt nicht zu lächeln und ciao.